So, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Und zwar Pokémon, wie man am Titel schon unschwer erkennen kann. Warum? Ganz einfach, weil, ja, die Prüfungen habe ich jetzt soweit hinter mir. Habe auch erfolgreich natürlich bestanden, war auch nicht anders zu erwarten. und meine Mindtest-Let's-Plays laufen derzeit noch. Da habe ich noch einen Puffer von, heute ist der 16. und die Let's-Plays gehen irgendwie bis zum 27. oder sowas. Das heißt, ich habe jetzt noch gut 11 Tage Puffer quasi. Und ja, eigentlich wollte ich damit auch erst dann quasi in frühestens einer Woche anfangen, wieder mit Let's Plays. Aber ist gerade draußen so warm und ich habe auf nichts Bock. Und da dachte ich mir, bevor ich den ganzen Tag rumpenne, mache ich lieber Let's Plays von Pokémon. Okay, was wir vorhaben, ist Pokémon zu spielen. Und zwar diese drei Games, die ich auch zur Verfügung habe. Anfangen wir jetzt mit Pokémon Gelb, gelbe Edition. Ja, da würde ich einfach mal sagen, legen wir mal direkt los. Und ja, die ersten Folgen quatschen noch mal ein bisschen so, weil ihr seht schon, ne, komisches Bildformat, keine Dashcam, Cam halt. Whatsoever. So, aber dazu später mehr. Nein. Kann ich einfach direkt öffnen. Ist schon wieder. So. Was mir noch ganz lieb wäre, ist Audio. So. Okay, folgendes. Bei Pokémon. Nehmen wir nochmal das gesamte Intro hier. Das Spiel selber ist relativ alt, von 2000. Wobei es 2000 nur hier in Deutschland rauskam. Das Spiel selber ist von 1990. Da kam es im Ursprungsland Japan raus. Und ja. Für jeden, der nicht weiß, was Pokémon ist, guckt den Anime. Wir sind quasi ein Pokémon-Trainer. Und als Pokémon-Trainer kämpfen wir gegen Pokémon. Tada. Und das ist der Fall. So. Wir machen ein neues Spiel. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Aich. Man nennt mich den Pokémon Professor. Diese Welt wird von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Ja, hallo, danke. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe meine Hobby zum Beruf gemacht. Und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Ja, jeder, der den Anime kennt, der weiß, dass man selber im Anime, ne, die Hauptrolle im Anime ist Ash. Ich weiß aber nicht, ob wir diesen Namen nehmen sollen oder ob wir tatsächlich einen eigenen Namen wählen. Ich glaube einfach, zu Liebe des Animes nennen wir uns tatsächlich einfach mal Ash. Richtig, dein Name ist Ash. Nicht so wechseln mit Arsch. Ich bin zwar ein Arsch, aber das ist nicht mein Name. So. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Egal. Der nette Herr muss ganz schön alt sein, wenn er den Namen von seinem eigenen Enkel vergisst. Also jetzt mal, no joke. Was zur Hölle. So. Blau, Gary, John. Ich weiß zwar nicht, wo der Name John herkommt, aber Blau, und bei mir hat man schon gesehen, ich hätte mich Rot nennen können. Witzige Story. Pokémon ist schon etwas älter als der Anime. Und bevor es den Anime gab, gab es bereits ein Pokémon-Spiel, und zwar die Rote und die Blaue Edition. Was auch nicht ganz stimmt, aber hier in Europa und so gab es als erstes die Rote und Blaue Edition.
Und daran angelehnt auch die Namen der Hauptcharaktere Rot und Blau. Wir wollen uns hier aber am Anime orientieren, deswegen nennen wir ihn Gary. So. Gary, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Digga, was dir also auf der Zunge rumliegt? Ash, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ja, ein Albtraum letztens. So, okay. Wir finden uns hier in einem Zimmer wieder, sehr nett. So, wir haben einen kleinen Flachbildfernseher. Spaß, nee, ein Röhrenfernseher. Der Flachbild hat man da hinten noch einen kleinen Wulster. Und eine kleine Spielkonsole. Da spielen wir mal Pokémon im Pokémon. Ash spielt Super Nintendo. Nein, ich spiele Game Boy. Okay, die Reise kann beginnen. Pen können wir leider nicht. Hier ist ein Tisch. Hier ist ein PC. Ash schaltet den PC ein. Item aufnehmen, ablegen, wegwerfen, ausloggen. Okay. Welches Item möchtest du mitnehmen? Wir nehmen mal dieses Item namens Trank mit. Welches Item möchtest du mitnehmen? Und dann nehmen wir noch das Item namens Zurück mit. Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Item ablegen. Okay, dann haben wir nur unser Trank. Und Item wegwerfen. Hier lagern keine Items. Achso, okay. Ich dachte, man kann da den PC wegwerfen. So, hier sind scheinbar Fenster. Kann man nicht mit interagieren. Schade eigentlich. Eine Blume. Kann man auch nicht mit interagieren. Schade. Das Spiel ist schon RPG und kann nicht mal mit Blumen interagieren. Das ist ja schrecklich. Oh. Im Fernsehen läuft ein Film. Vier Jungen laufen einem Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf den Weg. Weil die Schrift ist viel zu langsam. Gibt's hier. Okay, das Menü habe ich etwas anders in Erinnerung. Ah, okay. Schnell. Ich glaube mal, alles andere lassen wir erstmal so. Ah, wow, man kann auf Stereo umschalten. Ah, die Kopfhörer. Egal, ich lass mal Mono. Zurück. So. Achso, hatten wir schon? Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Okay, nochmal das gleiche. Sehr schön. Wer bist du denn? Mutter. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von dir mit an, hat nach mir gefragt. Ja, dann frag dich mal, warum er nach mir gefragt hat. So, oh mein Gott, wir sind schon. Ich bin Gamer, ich will im Haus bleiben. Tschüss. So, ja gut, hier drin gibt es aber scheinbar nicht mehr. Eine sehr triste Wohnung. Okay. War, ich glaube, ich dachte auf die Speed-Taste. Sorry. Okay. Professor Eichs Pokémon-Labor. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Okay, das ist das Feature, was wir gerade schon gesehen haben. Mit dem Trank. Ach, ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Ja, ich versuche so ein bisschen die Stimmen von den entsprechenden Personen zu imitieren. Wenn mir irgendwann meine eigene Stimme abstirbt, dann sprechen halt einfach alle wie alte Omas, weil das dann meine realen Stimme entspricht. Aber gut. So. Oha. Oha. Nein, das sieht mir aus wie Labor. Da will ich noch nicht rein. So, hier haben wir noch ein Haus. Ach, okay. Unser netter Herr Nachbar. Sehr nett. Hallo, Herr Nachbar. Hallo, Ash. Gary. Achso, seine Schwester. Hallo, Ash. Gary wartet. In Oberflur. Und da kackt meine Stimme auch schon ab. Sehr schön. So. Okay, dann müssen wir doch jetzt ins Labor. Sehr gut. Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Sehr interessant. Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon und bin der Klonkrieger meines anderen Kollegen. Danke dafür. Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität. Digga, hat er Kondensatoren oder was für eine Kapazität, meint die?
Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Ja, kannst du mal sehen. So. Ah, Gary. Hey Ash, Opa ist nicht hier. Ich bin hergekommen, weil er mir ein Pokémon geben wollte. Ja, schön für dich. Wobei es im Anime ein bisschen anders war. Im Anime, da ist man ja irgendwie... Ja gut, im Anime sah sowieso alles anders aus. Das ist ein Pokémon. Darin befindet sich ein Pokémon... Was? Nein. Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Okay, jetzt habe ich verstanden. Mülleimer. Yeah. Was? Ist nicht du, gleich? Schade. Im Menü kannst du unter Speichern deinen Spielstand abspeichern. Wäre vielleicht mal eine Idee? Wir haben 0 Orden, 0 Pokémon und T haben wir 0,03.05. Möchten die das Spiel speichern? Ja. Na komm. Ich habe das Spiel gespeichert. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Ja, das haben wir gerade schon gemerkt. Es sieht aus wie ein Lexikon, aber die Seiten sind unbeschrieben. Na super. Privater PC. Im Briefkasten ist eine. Nee. Wer nennt das Ding heutzutage noch Briefkasten? Na gut, ich meine, das Spiel von 2000. Ein alter Pokémon-Trainer. Die Trainer-Elite der Pokémon-Liga wartet auf mutige Herausforderer. Bringt eure stärksten Pokémon mit und zeigt, wie gut ihr seid, ihr Bitches. Pokémon-Liga-Leitung Indigo Platt. Was? Pokémon-Liga-Leitung Indigo. Ist das ein Wort oder ist das getrennt? Achso, nee, sind zwei Wörter. Okay. Pokémon Liga Leitung und Indigo Plateau. Wow. PS, Professor Eich, bitte melden Sie sich bei uns. Sie fuhren so. Okay. War schon wieder die Speed-Taste? Die Frage ist, wo ist der Professor Eich? Die Dame haben wir schon angesprochen. Da geht's raus, da gehen wir später hin. Wenn überhaupt. Okay, dann gehen wir mal raus. Oh, Eich. Wo kommt der jetzt bitte her? Professor Eich, das... Also, wow, das war knapp. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Bitte nicht vergewaltigen. Oh. Okay, das weicht ganz stark vom Anime ab. Ein wildes Pikachu. Was, gerade mal Taylor-Stimme oder was? Achso, Professor Eich setzt Pokéball ein. Wunderbar, Pikachu wurde gefangen. Puh. Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst ein Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir in meinen dunklen Keller. So, dann folgen wir dem guten Herrn mal. Zum Glück bittet er uns nicht in ein Auto zu steigen. Opa, ich will nicht länger warten. Gary, du bist früh dran. Du solltest doch erst später kommen. Naja, egal. Warte einen Moment. Siehst du dort den Ball auf dem Tisch liegen? Ash? Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Ich schenke es dir. Nimm es dir ruhig. Halt, Opa. Und was ist mit mir? Hab einen Moment Geduld, Gary. Ich gebe dir später eins. Ja, deswegen solltest du auch später kommen, du Mistgeburt. So. Dann ist das also unseres. Oh, ein Ausrufezeichen. Digga, was geht hier? Nein, ich will dieses Pokémon. Gary schnappt sich das Pokémon. Gary, was soll das? Bitte, Opa. Ich möchte dieses Pokémon. Aber... Okay. Behalte dieses Pokémon. Es ist deins. Zwar eigentlich nicht, aber egal. Ich hätte dir sowieso eins gegeben. In 3 Jahren. Ash, komm du mal zu mir rüber. Ash, ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ja, da war ich gerade dabei. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes wildes Pokémon. Eine Furia. Ash erhält ein Pikachu. Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Oh Gott, Spitznamen? Nein. Und jetzt? Nichts. Okay.
Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kannst du dein Pokémon dagegen kämpfen. Was? Egal, dein wird eigentlich klein geschrieben. Gehe danach in die nächste Stadt. Mein Pokémon sieht viel stärker aus. Okay. Warte, ey. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Warum sagen wir eigentlich nie was? Ist ja wie... Weiß nicht, wie der Doom-Guy. Alle erzählen was in Doom, aber man selber ist stumm. Gary möchte kämpfen. Gary setzt Evoli ein. Das ist unser Evoli. Los, Pikachu. So, wir können kämpfen, wir können PKMN, Pokémon, wir können Item und wir können Flucht. Das sind unsere vier Attacken, die wir können. Okay. So, dann machen wir denn mal die Attacke Kampf. Und Donnerschock und Heuler. Ja, Heuler macht glaube ich so gut wie gar nichts. Donnerschock macht Donner. Also Aua. Pikachu benutzt Donnerschock. Ja. Wow, zittern nicht so. Gegen Evoli ist... Was? Achso, Gegner. Evoli ist paralysiert. Gegner Evoli benutzt Tackle. Kämpfen. Donnerschock. Pokémon, Pikachu benutzt Donnerschock. Volltreffer. Also, ist auch. Gegner Evoli ist paralysiert. Ja, komm, einfach noch mal nach. Einfach mal nachdrücken hier. Ah. Jeder, der schon mal Gameboy hatte, weiß, was ich gerade gemacht habe. Ich sag nur eins, smash the A-Button. Pikachu erhält 97 EP. Pikachu erreicht Level, leck mich am Arsch. Wir sind Level 6. Pikachu lernt Rutenschlag. Gott. Digga, Ash besiegt Gary. Was? Achso. Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Ja, du hast es mir auch geklaut, du Wichser. Ash gewinnt 175 Pokédollar oder Dollar oder Yen oder was auch immer. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit er stärker wird. Ash, Ober, wir sehen uns später. Ah ja, verpiss dich mal. Was? Wie bitte? Schau dir das an. Es ist seltsam, aber dein Pokémon mag scheinbar keine Pokébälle. Ja, stell dir mal vor. Es muss dich so begleiten, dann ist es auch glücklicher. Du kannst mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag. Digga, warum ist sowas wie dich und sowas immer alles groß geschrieben? Ist doch kein Brief, den ich gerade lese. Egal. Okay. Ist ja süß. So, okay. Den anderen haben wir schon alle besprochen. The question is, können wir jetzt raus? Ja, können wir. Oh. Oha. Ein wildes Taubsi. Los, Pikachu. Ach doch, wir können doch reden. Sehr schön. So, Rutenschlag. Normal, elektrisch. Komm, wir bleiben mal bei Donnerschock. Das klingt so schockierend. Wow. Der Tag ist sehr effektiv. Na, leck mich am Arsch. Taubsi wurde besiegt. Pikachu erhält 23 EP. Das sind jetzt aber nicht so viele. So. Okay, wir haben Pokémon. Da haben wir nur Pikachu bisher. Level 6. Items haben wir unser Trank. Das sind wir. Achso, das sind die Orden, die wir kaufen können. Und unsere... Ah, sollen das Pokéyen sein oder was? Das Zeichen sieht so irgendwie so eine Mischung aus dem P und das Yen-Zeichen. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir 3175 Pokéyen, wie auch immer man das nennt. Pokédollar. Wir können nochmal sichern. Alter, meine Stimme ist jetzt schon im Arsch. Okay, ich glaube mal, ich lese doch nicht alles vor hier. Also zumindest das, was die ganzen Gegner zu sagen. Meine Stimme mag das nicht. So, genau, hier haben wir, waren wir schon drin. Jo, dann gehen wir mal weiter. Direkt das nächste Pokémon, sehr schön. Ein Radfratz. Level 2. Na dann, einfach Donnerschock hinterher. So, ansonsten, genau, wir beginnen tatsächlich mit Pikachu.
Das ist das Pokémon, was man auch im Anime bekommen hat. Allerdings auf eine etwas andere Art und Weise als hier gezeigt, aber das ist egal. Auf jeden Fall, genau, wir beginnen mit einem Pikachu und zerficken damit schon alles. Sehr schön. Und in der blauen und roten Edition, die hier in Europa als erstes rauskam damals, da beginnt man halt mit Bisasam, Gumanda oder Shigi. Das heißt, zuerst kamen diese beiden Editions raus, zumindest hier in Europa. Dann gab es später den Anime. Und aufgrund des Animes, wo man da halt mit Pikachu und so begonnen hat, gab es dann später noch eine gelbe Edition, die dann, wo man halt mit Pikachu beginnt. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Ich erhält Trank. Oh, ich habe gerade ein Item bekommen, ne? Wow. Digga, wir machen ja schon richtig Business hier. So, das hier sind diese hohen Wiesen. Okay. Wow. Ich gehe mal davon aus, dass das weiß hier der Weg ist, aber die Treppen sind natürlich genau neben dem Weg. Ist ja auch echt super intelligent gelöst hier. Ja. So, was ist mit dir? Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinunterklettern, dafür aber... Ach, nee. Bleib hier. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber hinunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alarastia zurück. Ja, leck mich am Arsch. Immer diese Informationen, die sowieso schon offensichtlich sind. Wow. Alter, ich muss mich angewöhnen, hier nicht auf die Speed-Taste zu kommen. Ein wildes Taubsi. Los, Pikachu. Zick in den Arsch. Also irgendwie scheinbar ist hier Donnerschock doch ganz schön OP. Pikachu hält 15 EP. Siehst du, was hat er für diesen... Sieht man hier irgendwas? Status tauscht zurück. Angriff haben wir 13, Verteidigung 9, was auch immer. Hä? Aber Angriff ist doch pro Attacke. Na egal. Status ist okay, Typ Elektro, ja, ja. ID-Nummer. Ah, okay. EP-Punkte ist egal, Level up. Okay, wir brauchen noch 28 EP bis zu Level 8. Wir sind schon Level 7? Lol. Ja, okay. Achso, Tausch ist... Das funktioniert scheinbar nicht. So. Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du dein Pokémon in die Pokémon in ein Pokémon Center bringen. Sehr interessant. So, können wir bitte Planschen gehen? Okay, hier haben wir dann auch ein Poké. Ach, das Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Wie ein Totschuh. Sollen wir deine Pokémon heilen? Ja, bitte, wenn es kostenlos ist, immer gerne. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Diebe! War Pikachu nicht noch gerade außerhalb eines Pokéballs? Danke, deine Pokémon sind wieder topfit? Ja, leck mich am Arsch. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, garantiert nicht. Die nette Dame mit dem Tresen erregt mich immer so. Ash, schalte den PC ein. Achso. Helm mit mal. Jemand das PC? Die haben Zugriff auf unseren PC? Ja, leck mich am Arsch. Verbindung zu dem PC wird hergestellt. Ich sollte mal mein PC Passwort schützen. Irgendwie haben die hier unerlaubten Zugriff. Direkt mal der Polizei melden. Jemand das PC? Cool, jetzt können wir hacken. Gast-PC hergestellt. Du kannst Zugriff auf unser Center Lagerungssystem. Ah, okay. So. Wir gehen mal hier weiter. Jo, Mädel. Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Hören wir ja damit. Raupi ist nicht giftig, aber Hornliu.
achte auf seinen Giftstachel. Ich achte auf so manche Stachel, mein Lieber. Da ist noch ein Markt. Können wir da was kaufen? Wir haben ein paar tausend Pokédollar. Hey, kommst du aus Alabastia? Ja. Professor Eis schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ash erhält Eispaket. Und jetzt so? Okay, grüß mich. Oh wow. Okay. Wir haben direkt unsere erste Quest bekommen. Gut, ich würde mal sagen, die erledigen wir mal in der nächsten Folge. Das heißt, wir speichern das Ganze mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.